Susan Hastings, Der schwarze Magier, Teil 5, gelesen von Michael Christian Baum. Rinaldos Lippen waren bleich, als er durch die schmale Gasse hastete, doch in seinen Augen glühte es von unterdrücktem Feuer. Es war ein Feuer der Hölle, das wusste er, aber Rupert hatte ihn mit diesem Feuer angesteckt. Er fand Rupert im Garten hinter der Bibliothek. Hier fühlte er sich wohl. Der Gesang der Vögel, das sanfte Säuseln des Windes im dunkelgrünen Laub der Bäume begleitete seine Studien. Er las die Werke Euklids zur Mathematik, Aristoteles zur Philosophie, Ptolemäus zur Astronomie, Hippokrates zur Medizin. »Ich habe etwas für uns gefunden, ein geeignetes Objekt«, keuchte Rinaldo. Unwillig blickte Rupert auf. »Ich meine, eine Schwangere.« Ruperts abweisendes Gesicht hellte sich auf. Zugleich blickte er sich vorsichtig um. Unliebsame Lauscher konnten sich hinter den Büschen verborgen halten. »Wo?« »In der Gruft des Friedhofes. Ich habe beobachtet, wie die Leichenträger sie hineingebracht haben. Sie ist unter der Geburt gestorben. Das Kind ist noch im Leib.« »Bist du dir sicher?« Rinaldo nickte heftig. »Sie war nur mit einem Tuch zugedeckt. Einer der leibeigenen Bediensteten, um die sie sich niemand kümmert. Sie war nicht einmal verheiratet.« Rinaldos Stimme senkte sich zu einem kaum hörbaren Flüstern. »Heute Nacht.« »Ja, wir brauchen Leuchtfässer. Ich habe Kerzen organisiert.« Ruperts Mundwinkel zuckten. »Woher? Woher wohl, mein Gott? Ich komme sowieso in die Hölle. Und du hast mich verleitet. Ich schäne die Leichen, stille Kerzen vom Altar und habe sündige Gedanken. Das Schlimmste ist, dass ich nicht einmal zur Beichte gehen kann.« »Untersteh dich und denk daran. Es gibt keine Hölle. Stell dir lieber vor, du hättest dieser Frau helfen können, wenn du gewusst hättest, wie das mit der Geburt funktioniert.« »Helfen? Du träumst ja. Niemand kann da helfen. Es ist Gott gewollt. Außerdem willst du doch damit nicht andeuten, dass du eine Frau bei lebendigem Leibe das Kind herausschneiden würdest.« Rinaldo schüttelte sich wie ein nasser Hund. »Warum nicht?« Ruperts Gesicht blieb ernst. Rinaldo starrte ihn an. »Na hör mal, du bist doch noch abartig, als ich dachte.« »Cäsar soll auf diese Weise auf die Welt gekommen sein. Wenn man die Gebärdende mit einem starken Betäubungsmittel behandelt, dass sie den Schmerz nicht verspürt, müsste es möglich sein.« »Du irrst dich. Wenn du den Bauch aufschneidest, tötest du dabei das Kind.« »Eben nicht, wenn man weiß, wie man schneiden muss. Und wenn schon, dann verblutet sie eben dabei. Ich sage dir, es geht nicht.« Rupert erhob sich, strich seinen schwarzen Umhang glatt. »Wir werden es heute Nacht sehen und du wirst mich begleiten, klar?« Rinaldos Blick wurde unsicher. »Ich weiß nicht.« Mit zwei Schritten war Rupert bei ihm und packte ihn am Hals. »Du kommst, verstanden«, zischte er. »Und zu niemandem ein Wort, sonst liegst du morgen früh neben mir auf der Steinplatte.« Sie lehnten sich aneinander und schaukelten im Takt der Musik. Rinaldo hob schwer die Lider und griff nach dem Weinkrug. »Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe«, sagte er schleppend, als wolle ihm die Zunge nicht gehorchen. »Aber jetzt ist es vorbei. Ich werde zurück nach Venedig gehen, mich dort als Doktor Medicinae niederlassen und deine Lehrbuchweisheiten verbreiten, ohne dir die Finger schmutzig zu machen. Du wirst ein angesehener und reicher Mann sein, eine liebe Frau heiraten und viele Kinder haben. Und vielleicht schafft es sogar, dass deine Frau, die nicht unter der Geburt stirbt.« Rupert schob den Weinkrug beiseite, den Rinaldo ihm hinhielt. »Dein Spott ist ungebrochen, Doktor. Weißt du eigentlich, ist es schade. Es war eine schöne Zeit.« Er nahm einen tiefen Schluck und rülpste laut. »Wie werde ich all das vermissen? Die Vorlesungen, die Diskussionen, die Abende, den Schenken, die Mädchen.« Er seufzte. »Und dich? Ich glaube, so einem Menschen wie dir werde ich in meinem Leben nie wieder begegnen. Du bist das Schwärzeste, was auf der Erde herumläuft. Aber bei Gott, das war es wert.
Ich habe Dinge gesehen. Ich habe Dinge getan. Er schüttelte sich entsetzt und griff wieder zum Krug. Den anderen Arm legte er um Ruperts Schultern. Was wirst du nun tun? Rupert senkte den Kopf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich fort von hier. Nach dem Süden. Irgendwo werde ich mich als Arzt niederlassen. Und andere Menschen die Bäuche aufschneiden oder sonst etwas. Darin hast du es ja zur Meisterschaft gebracht. Aber man muss schon zu deinen seltsamen Glauben haben, um das ungerührt praktizieren zu können. Es hängt nicht mit meinem Glauben zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass man die Operationstechniken vervollkommnen kann. Und ich weiß, wo so etwas möglich ist. Im Orient. Bei den Heiden? Puh! Was du damit sagen, du willst dorthin, um anderen Menschen die Bäuche aufzuschlitzen? Rupert nahm Rinaldo den Maikrug aus der Hand. Der Wein lockert deine Zunge auf ungebührliche Weise. Du solltest alles vergessen, was mit mir zusammenhängt. Wie könnte ich? Rinaldo schnaufte entrüstet. Ich habe sogar ein Absichtsgeschenk für dich. Er griff unter seinen Wams und zog ein kleines Päckchen hervor. Plötzlich schien er wieder nüchtern zu sein, als er es Rupert feierlich überreichte. Was ist das? Ein Buch? Erstaunt hielt Rupert eine kleine Broschüre in der Hand, in dunkles Leder gebunden. Rinaldo nickte. Es ist von Pierre Abelard, ein sehr ungewöhnlicher Mensch, ein Gelehrter. Das Werk heißt Sic et Non, Ja und Nein. Verstehst du? Gegensätze. Sind für ihn keine Gegensätze, wenn man sie im Zusammenhang sieht. Sagtest du das nicht auch? Rupert schwieg und erschien tatsächlich ein wenig überrascht und gerührt. Rinaldo grinste. Dieser Abelard ist tatsächlich ein sehr gegensätzlicher Mensch. Einerseits wettert er gegen die Frau als Sünderin und meint, Gott hätte einen anderen Teil des weiblichen Körpers für seine Empfängnis und Geburt wählen können, anstelle jenes verabscheuenden Teiles, dem die Menschensöhne entstammen, er kicherte. Und dann hat er ein Verhältnis mit der keuschen Tochter eines Geistlichen, die er schwängert und heimlich heiratet. Nun frage ich mich, wie hat er es gemacht? Mit den Fingern in ihrem Ohr? Und damit nicht genug. Er wird von seinen entzürten Verwandten dieses Mädchen entmannt, und obwohl diese Loas ins Kloster ging, liebten sich beide immer noch über Jahre bis zu ihrem Tod. Wenn das keine Gegensätze sind. Rinaldo ließ sich nach hinten fallen und knallte mit dem Kopf gegen die Bretterwand der Tavernen. Und was macht man, wenn man kein Weib zur Verfügung hat? Man ertränkt seinen Kummer im Wein. Los, Rupert, trinken wir. Musik! Die anderen Studenten am Tisch, die der Abschlussfeier beiwohnten, fielen in das bekannte Vagantenlied ein. Mein Begehr und Willen ist, in der Schenke sterben, wo mir Wein die Lippen netzt, ehe sie sich entfärben. Der Medikus des Teufels. Ruperts Weg führte ihn von Bologna aus nach Westen. Er hatte kein konkretes Ziel. Vielleicht war Genua als Hafenstadt ein möglicher Platz, sich als Arzt niederzulassen. In seinem Innersten zeigte sich das unbestimmte Gefühl, dass er in einem engen, schmutzigen Stadt nie glücklich werden würde. Doch nach dem Zwang des Studiums sehnte er sich danach, endlich wieder sein eigener Herr zu sein. Es mangelte ihm zwar nicht an Disziplin, aber jede Art äußerer Zwang schien ihn zu ersticken. Trotz der Einsicht in die Notwendigkeit des Studiums und die damit verbundenen Zwänge trug er sie als Last, die er nun endlich abschütteln konnte. Nur seinen enormen Wissensdurst hatte auch das Studium nicht löschen können. Er hatte viel dazugelernt, aber genauso viele neue Fragen hatte das Studium aufgeworfen. Am meisten fühlte er sich durch die christlichen Moralvorstellungen eingeengt in seinem Forschungsdrang. Mehr als einmal hatte er sie unter Lebensgefahr umgangen und war seinen eigenen Weg gegangen. Er wusste, dass er dadurch stets ein Einzelgänger blieb. Und es war ihm recht so. Bislang konnte ihm auch kein anderer Mensch fesseln. Ausnahmen waren Regana und der alte Eichenpriester. Der Druide setzte seine Wanderung in der anderen Welt fort. Aber Regana, immer wenn er an sie dachte, verspürte er das schmerzhafte Ziehen in seinem Herzen.
Er konnte sie nie völlig aus seinen Gedanken verbannen, so oft er es auch versuchte. Er war jetzt Arzt, besaß den Doktortitel, hatte seine Prüfung mit Bravour abgelegt. Ein neues Leben lag vor ihm. Rupert leistete sich den Luxus, in einem Wirtshaus zu rasten. Er setzte sich an einen der wenigen freien Tische. Ein kleines Bündel stopfte er neben sich in die Ecke auf die Bank. Die Wirtin reichte ihm eine Schüssel Dinkelgrütze, ein Körbchen mit Brot, ein Brett mit Käse, Zwiebel und Schinkenspeck. Dazu stellte sie ihm einen Krug Bier auf den Tisch. Langsam und bedächtig begann Rupert zu essen. Die Drallivierten zwinkerte ihm zu. Es gibt noch eingelegte Pflaumen zum Nachtisch, wenn ihr wollt, Herr. Seine Miene blieb jedoch undurchdringlich und er schüttelte den Kopf. Nur eine Nacht wollte er unter einem schützenden Dach schlafen, nur eine Mahlzeit an einem Tisch einnehmen. Er hatte nicht vor, sein Geld in Wirtshäusern zu lassen. Als sich die Tür mit einem lauten Knall öffnete, hob Rupert verärgert den Blick von seinem Mahl. Der Mann kam hereingestampft, der mit einer Kutsche angekommen war. Der Mann trug einen weiten Umhang und einen breitkrempigen Hut. Er war beleibt, mittelgroß und wirkte schwerfällig. Aus seinem feisten Gesicht mit aufgeworfenen Lippen und einer knubbeligen Nase starrten hervorquellende helle Fischaugen durch den düsteren Schankraum. Ein Augenblick blieb der Mann stehen, dann warf er mit einer herrischen Geste seinen Umhang ab. Er setzte sich Rupert gegenüber an den Tisch und starrte ihn mit seinen Karpfenaugen an. Aber der Blick schien durch Rupert hindurchzugehen, als sähe er ihn nicht. Seine fetten Finger winkten der Wirtin, die bereits mit einer gebackenen Lammkeule hereineilte. Der Mann schob unwillig Ruperts Brotkörbchen beiseite, damit der große Teller mit der Lammkeule Platz fand. Einen silbernen Becher, den ihm die Wirtin mit einer Verbeugung hinstellte, nahm er zuerst prüfend in die Hand, beugte hinein, dann hielt er ihn der Wirtin entgegen, damit sie ihn mit Wein füllte. Er kostete den Wein, runzelte die Stirn und schmatzte laut. Der Wein schien nicht seinem Geschmack zu entsprechen. »Es ist der beste unseres Kellers«, sagte die Wirtin unterwürfig. Er knurrte etwas, dann packte er selbst den Krug, schenkte ein und goss den Inhalt des Bechers mit einem Schwung in den Hals. Er schluckte mehrere Male wie eine genudelte Gans, wobei seine Augen noch etwas mehr hervorquollen. Wieder starrte er durch Rupert hindurch. Rupert erwartete jeden Moment, dass er den eben geschluckten Wein auf dieselbe Art und Weise wieder hervorbrachte und schob vorsichtshalber seine Schüssel mit der Grütze beiseite. Doch der Mann rülpste nur laut, schluckte etwas Aufgestoßenes hinunter und goss sich den Becher wieder voll. Unter seinem Wams zog er sein Messer hervor und säbelte an der Lammkeule herum. Die Stücke spießte er auf und schlürfte sie mit seinen wulstigen Lippen hinunter. Während er kaute, schmatzte er genießerisch und bleckte die Zähne, so dass Rupert genau den Kaufvorgang des Fleisches beobachten konnte. Zwischendurch riss der Mann ein Stück vom Brot ab und stopfte es mit seinen fettigen Fingern in den Mund. Den Rest warf er achtlos auf den Tisch. Ein Hund hatte sich herbeigesellt, in der Hoffnung auf einen Brocken vom Tisch. Der Mann schluckte und würgte an seinen Fleischbrocken. Dann setzte er wieder den Becher an und ließ den Inhalt in einem Zug in seinen Hals verschwinden. Er schmatzte, dann horchte er in sich hinein. Seine Augen wurden um einiges starrer. Dein gewölbter Bauch bewegte sich in Wellen und wieder rückte Rupert beiseite. Doch es war wieder nur ein lauter, nach Knoblauch stinkender Rülpser, der seinem Gegenüber entfuhr. Der Mann atmete einige Male durch, wie nach einer großen Anstrengung, und dann setzte er sein Mahl fort. In Rupert kochte ein unterschwelliger Zahn hoch. Die unappetitliche Fresserei dieses Fettwanstes hatte ihm den Appetit auf sein schlichtes Mahl verdorben. Während sich ein Stück Käse abschnitt, beobachtete er sein Gegenüber weiter. Der Mann hatte sich mittlerweile bis zum Knochen der Keule vorgearbeitet. Die Fleischstücke schlürfte er gierig vom Messer herunter. Dann nahm er die Keule in die Hand und nagte den Knochen ab, dass ihm das Fett der feisten Wangen herunterlief. Den Knochen warf er nicht dem wartenden Hund zu, sondern vor Rupert auf den Tisch. Dabei würdigte er Rupert keinen Blickes, sondern schenkte sich mit seinen fettigen Fingern erneut Wein in den silbernen Becher. Ruperts ungehaltener Blick wurde zum schwarzen Blitz,
der den Mann nicht zu interessieren schien. Er leerte dem Becher in einen Zug, ließ ihn laut auf den Tisch knallen und schmatzte wieder. Mit dem Ärmel wischte er sich über den Mund. »Hey da, Wirtin, ein gebratenes Huhn!« rührte er und pulte mit den Nägeln seines kleinen Fingers in den Zähnen herum. Die Wirtin eilte mit einer neuen Bratpfanne herbei. Sie wollte die benutzte Pfanne samt dem Knochen entfernen, doch Rupert war schneller. Er nahm den Knochen und warf ihn vor dem Mann auf seinen runden Bauch. Erst jetzt schien dieser Rupert überhaupt wahrzunehmen. Sein Gesicht verfärbte sich dunkelrot, als würde man ihm die Luft abschnüren. »Hey, Kerl, was wagst du dir?« brüllte er. Im Schankraum wurde es augenblicklich still und alle Köpfe drehten sich zu Rupert um. »Ihr habt mich beim Essen gestört«, erwiderte Rupert mit leiser, drohender Stimme, »indem ihr euch wie ein Schwein benehmt.« »Hinaus mit dir, du ausgebohrter Hölle!« brüllte der Dicke. Rupert erhob sich langsam, beugte sich über den Tisch. Seine schwarzen Augen fixierten den Mann, der sich plötzlich unbehaglich fühlte und nach hinten lehnte. »Ich bin Gast wie ihr, deshalb bleibe ich, solange ich will. Ihr aber könnt weiter bei den Schweinen im Pfuhl erfressen.« Mit der linken Hand wischte Rupert die Platte mit dem gebratenen Hühnchen vom Tisch, das der wartende Hund mit seinem dankbaren Blick auf Rupert sofort schnappte und verschwand, während seine rechte dem Mann an die Gurgel fuhr. Er packte ihn an seinem weißen Hemd und zerrte ihn von der Bank. Die Tischkante stieß dabei unsanft in den fetten Wanst des Mannes, doch Ruperts Zorn war noch nicht abgekühlt. Er drehte den Stoff des Hemdes zusammen, dass er ihn wirkte. Die Fischaugen quollen fast völlig aus den Höhlen. Sein Atem roch faulig und Rupert hatte schwören können, dass der Mann an Magenübersäuerung durch Völlerei litt. Außerdem entdeckte er im Weiß der Augäpfel des Mannes gelbe Flecken. Seine Leber war also auch schon angefressen. Und Gallensteine hatte er bestimmt auch, so unleidlich wie er blickte. Rupert ließ überraschend los, dass der Mann nach hinten taumelte. Nun griff Rupert mit der linken Hand nach seinem Umhang, riss ihn hoch, während die rechte Hand zur steinernen Faust geballt genau in das Dreieck unterhalb des Rippenbogens schlug, wo der Magen sich befand. Die Zunge des Mannes war genauso fettrot und wulstig wie seine Lippen und sie quoll aus seinem Mund heraus, während er sich zusammenkrümmte. Mit einem Tritt in die Kehrseite beförderte Rupert den Mann zur Tür hinaus, wo dieser auf die Knie fiel und sich erbrach. Angewidert drehte Rupert sich ab. Er warf einige Münzen auf den Tisch und packte sein Bündel. »Gütige Mutter Gottes«, jammerte die Wirtin. »Was habt ihr getan, Fremder? Wisst ihr nicht, wer das ist?« »Nein«, erwiderte Rupert, »und es ist mir auch egal. Ich mag nicht, wenn mir jemand das Essen verekelt.« »Es tut mir leid, Herr, dass ihr nicht zufrieden wart. Bleibt doch, ich bringe euch neues Essen.« Rupert schüttelte unwillig den Kopf. »Mir ist der Appetit vergangen. Gebt die Reste dem Hund.« »Gott sei mit euch«, flüsterte die Wirtin. Das war der Bischof von Genua. Rupert verließ das Gasthaus, stieg über den immer noch am Boden knienden Bischof und wandte sich dem Stall zu, um sein Pferd zu holen. Der Bischof starrte ihn mit hervorquellenden Karpfenaugen nach und Rupert hatte einen Feind mehr. Wie fast jede Nacht rastete Rupert im Wald oder in freier Natur. Manchmal hatte er Unterkunft in der Scheune eines Bauernhofes, nur selten übernachtete er in einem Wirtshaus. Sein restliches Geld hielt er eisern zusammen. Er wollte sich davon die notwendigen Instrumente für seinen Arztberuf kaufen, auch wenn die Kunst des Medikus darin bestand, nicht seine Hände, sondern nur seinen Kopf zur Heilung des Kranken zu benutzen. War Rupert überzeugt, dass seine Hände in Verbindung mit seinem Kopf bessere Arbeit zu leisten vermochten. Der Junge war in Lumpen gekleidet und bot einen erbärmlichen Anblick. Er warf Rupert einen ängstlichen Blick zu wie ein geprügelter Hund. Die Nacht war kühl und das Feuer verbreitete einen warmen Schein. »Was willst du?« knurrte Rupert ungehalten. Der Junge antwortete nicht, rückte ein wenig ab. Rupert würdigte ihn keines Blickes mehr, bereitete heißes Wasser zu, um Tee aufzubrühen. Ein angenehmer Duft nach wilder Minze breitete sich aus. Der Junge krümmte sich zusammen. »Verdammt! Verschwinde oder setz dich richtig ans Feuer«, fuhr Rupert ihn an. Der Junge zögerte, dann kroch er auf allen Vieren über den
laubbedeckten Waldboden. Rupert füllte seine flache Schale mit Tee und reichte sie dem Jungen. Zaghaft mit zitternden Fingern griff er danach, um sich gleich gierig darauf zu stürzen. Er zuckte mit einem Schmerzenslaut zurück, als er sich an dem heißen Getränk die Lippen verbrühte. Rupert lachte. Haha, so ist das, wenn man nicht denkt, bevor man handelt. Er füllte sich ebenfalls eine Schale Tee ab, ließ sie etwas abkühlen und begann genüsslich zu schlürfen. Der Junge warf ihm einen verstohlenen Blick zu und tat es ihm nach. Er hatte seine Schale zuerst geleert. Was ist? Willst du noch mehr? Der Junge nickte und hielt Rupert die Schale entgegen. Bin ich dein Knecht? Fuhr Rupert in Ruhe an. Bediene ich dich gefälligst selbst? Der Junge zückte zurück und hob schützend den Arm über den Kopf, als erwarte er Schläge. Als diese nicht folgten, wagte er einen Blick zu Rupert. Dann erhob er sich und kroch in gebückter Haltung zum Kessel. Er goss sich etwas Tee in die Schale und rückte sofort zurück an seinen alten Platz. Wenn du etwas getrunken hast, verschwindest du. Verstanden? Der Junge nickte. Langsam, sehr langsam diesmal schlürfte er den Tee. Rupert hatte zwischen Brot, Käse, Schinken und Zwiebeln geschnitten und begann zu essen. Der verlangende Blick des Jungen ließ ihn stocken. Er rollte genervt mit den Augen und schnaubte. Hast du heute noch nichts gegessen? Fragte er. Der Junge schüttelte den Kopf. Rupert warf ihm ein Stück Brot und etwas Käse. So. Gierig verschlang er das Essen. Langsam, langsam. Du brichst es doch gleich wieder aus. Bist doch kein Tier. Der Junge warf ihm einen gehetzten Blick zu und kaute weiter. Ihm schien es egal zu sein, was dieser seltsame, schwarz gekleidete Fremde sprach. Sein Hunger war stärker. Über Ruperts Gesicht flog ein spöttisches Lächeln. Hunger macht charakterlos, sagte er sinnend. Wenn du nicht in diesem erbärmlichen Zustand wärst, würdest du lieber einen großen Bogen um mich schlagen, stimmt's? Der Junge nickte, wieder mit einem scheuen Blick auf Rupert. Damit hast du völlig recht. Ich könnte dich zum Beispiel umbringen. Rupert zückte ein scharfes Messer, mit dem er Brot und Käse geschnitten hatte, und deutete einen Schnitt durch die Kehle an. Der Junge wich etwas zurück, doch hatte sich gleich darauf gefasst. Er schüttelte mit dem Kopf. Du glaubst mir nicht? Einfältiger Tropf. Und nun verschwinde. Der Junge erhob sich und verschwand zwischen den Bäumen. Rupert beendete sein Mahl, säuberte sorgfältig das Geschirr und packte alles zusammen in seinen Reisesack. Er packte den Sattel an einen Baum, wickelte sich in seinen dunklen Umhang und legte sich nieder. Sein Messer behielt er in der Hand. Die Nacht verlief ruhig. Als die Morgensonne ihre schrägen Strahlen zwischen die Baumwipfel schickte, sah Rupert, warum er den Jungen über Nacht nicht bemerkt hatte. Der Kerl hockte wie ein Eichkater in der Astgabel eines Baumes und schlief. Rupert lächelte. Der Kleine wusste sich zu helfen. Not macht erfinderisch. In aller Ruhe sattelte er sein Pferd und schritt davon. Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass ihm jemand folgte. Er zügelte sein Pferd. »Warum läufst du mir nach?« fragte er zwischen die Ohren seines Pferdes. »Hier, nimm mich mit«, vernahm er die dünne Stimme des Jungen hinter sich. Nun drehte Rupert sich um und zeigte ein spöttisches Erstaunen. »Warum sollte ich?« »Ich will euch dienen. Ich kann laufen, Brennholz sammeln, Essen kochen.« Rupert lachte laut auf. »Der nächste Wind wirft dich um. Damit du mir von Nutzen sein könntest, müsste ich dich mästen wie eine Gans. Du bist doch nur Haut und Knochen. Und nun troll dich!« Er trieb sein Pferd an. Das Keuchen des Jungen war laut und er hielt den Anschluss, so gut er konnte. Rupert drehte sich ärgerlich um. »Verdammt nochmal, verschwinde, ich brauche keinen Diener!« Er ritt einen ganzen Tag und drehte sich nicht wieder um. Doch sein Gespür sagte ihm, dass der Junge in seiner Nähe war. Woher er die Kraft nahm, dieses Tempo beizubehalten, war ihm unklar. Rupert tat, als nehme er den Jungen nicht wahr. Als er am Abend das Feuer entfachte, um den Tee zuzubereiten, lag plötzlich ein toter Hase neben seiner Schatteltasche. Rupert schnaufte wütend. »Was soll das? Willst du mich kaufen?« »Es ist mein Geschenk für euch, Herr.« Rupert blickte auf den Hasen herab. »Du bist geschickt, wenn du es schaffst, einen Hasen mit der bloßen Hand zu fangen.« »Ja, Herr, ich will euch beweisen, dass ich euch von Nutzen sein kann.« »So, so. Dann zieh den Hasen ab und bereite ihn zu. Sofort, Herr. Danke, Herr.« »Halt den Mund und arbeite«, herrschte Rupert ihn an. Er lehnte sich an einen Baumstamm und beobachtete
unter gesenkten Lidern, wie geschickt der Junge den Hasen abzog, ausnahm und auf einen Spieß steckte. Dann briet er ihn über dem Feuer. Nach einer Weile stieg ihm der verwirrte Bratenduft in die Nase. »Fertig, Herr!« Der Junge hob den Spieß vom Feuer und reichte ihn Rupert herüber. Rupert betrachtete den Braten, dann nickte er zustimmend. »Er ist essbar, also ess ihn auch.« »Ich?« Die grauen Augen des Jungen wurden kugelrund. »Natürlich, du brauchst Kraft und etwas mehr Fleisch auf die Rippen. In diesem Zustand bist du mir keine Hilfe. Und ihr hier, ihr müsst doch auch essen.« »Das tue ich auch. Brot und Käse, Zwiebeln und Speck.« »Ach, gib mir das Herz des Hasen.« Der Junge reichte ihm das kleine Hasenherz auf einem Blatt. Noch immer wunderte er sich über das seltsame Verhalten des Mannes. Doch er ließ sich nicht erschüttern. »Ich esse immer nur die Herzen«, sagte Rupert leichthin und beobachtete den Jungen aus den Augenwinkeln. Der zuckte kurz zusammen, blieb aber an seinem Platz. »Hast du keine Angst vor mir?« »Nein, Herr.« Diesmal hütten seine grauen Augen Ruperts durch den Blick stand. »Hast du einen Namen?« »Clemens.« »Hast du kein Zuhause?« »Nein, Herr.« »Wovon lebst du?« Clemens hob die Schultern. »Ich weiß, von kleinen Diebereien, kleinen Gefälligkeiten. Belagerung harmloser Reisender.« »Ihr seid kein Reisender«, erwiderte der Junge. Rupert erhob erstaunt die Augenbrauen. »Wie kommst du darauf?« »Ihr strebt keinen bezimmten Stil zu.« »Als wisst ihr denn nicht, wohin ihr wollt? Außerdem legt ihr keine Eile an den Tag. Ihr seid ausgestattet wie jemand, der sich längere Zeit ohne festen Wohnsitz bewegt. Und ihr meidet Gasthäuser, größere Orte und menschliche Gesellschaft.« Für einen Moment war Rupert sprachlos. »Das alles hast du an mir beobachtet?« Der Junge nickte ernsthaft. Und jetzt blickten diese grauen Augen wieder klug und wissend. »Ich mag arm und schmutzig sein, aber ich bin nicht dumm. Und ich beobachte alles, lerne sehr schnell und bin vorsichtig. Ich lebe seit einem Jahr auf diese Weise, weil meine ganze Familie an einer Krankheit gestorben ist. Ich will überleben.« Rupert betrachtete den Jungen. »Gut, dann wasch dich. Bade im Fluss, damit ich sehen kann, wie du aussiehst.« Ruperts braves Pferd musste von nun an zwei Personen auf seinem Rücken tragen, denn Clemens hockte wie ein kleiner Affe hinter Ruperts Sattel. Er machte sich bei jeder Gelegenheit nützlich, kümmerte sich um Feuerholz, frisches Wasser, versorgte das Pferd und suchte Beeren und Pilze im Wald. Er nahm Vogelnester aus, fing Drosseln, einen Hasen, erkundete die Umgebung und stellte keine Fragen. »Wenn wir in Genua angekommen sind, verschwindest du, klar? Dann kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Denn ich werde in Genua bleiben.« »Ach, dann braucht ihr einen Diener her«, erwiderte Clemens fest. »Nein, den brauche ich nicht. Du kannst mir nur nicht mehr helfen. Ich lasse mich in Genua nieder. Ich bin ein Medikus.« »Dann braucht ihr erst recht jemanden, der euch bei der Behandlung der Kranken zur Hand geht, Herr.« »Das brauche ich nicht. Kannst du das denn?« »Nein, aber ich werde es lernen. Niemals. Dazu müsstest du studieren.« Clemens blieb vor ihm stehen. Sein grauer Blick war ruhig. »Doch, ich werde es lernen, wenn ihr es mir zeigt, Herr.« »Verdammt, Junge, willst du gegen mich kämpfen? Du machst mich zornig.« »Nein, Herr, ich will bei euch leben.« »Du bist lästig wie ein Floh und genauso unnütz. Such ein Gasthaus, wo ich inzwischen wohnen kann, bis ich ein Haus gefunden habe.« »Ich kann euch auch ein Haus besorgen, wie ihr es benötigt.« »Du?« fragte Rupert spöttisch. »Ja, denn ich habe gute Augen und Ohren.« Er stob davon und nach zwei Stunden kehrten sie in eine Herberge ein. Clemens kümmerte sich um das Pferd und schlief im Stroh. Rupert ließ ihm Essen in den Stall bringen. Der Junge war flink, intelligent und vielleicht eine Hilfe. Allein der Gedanke, dass Rupert nun nicht mehr allein war, sondern einen Klotz am Bein in Gestalt eines halb verhungerten Jungen hatte, bereitete ihm großes Unbehagen. Nach einer Woche hatte Rupert ein passendes Haus gefunden. Es befand sich am Ende einer schmalen Gasse in der oberen Altstadt. Es war ein kleines, windschiefes Haus. Doch das Dach war dicht und es besaß, aus unerfindlichen Gründen, an einer Giebelseite einen aus Stein gemauerten Kamin. Hinter dem Haus befanden sich ein Verschlag für Tiere und ein kleiner Garten.
Der Garten war völlig verwildert, der Zaun umgefallen, am Schlag fehlten Bretter. Hinter dem Garten öffnete sich die Landschaft, die kleine Wiese grenzte an den Garten. Rupert war zufrieden, auch mit dem Preis, den er mit der Besitzerin, einer Witwe, die jetzt bei ihren Kindern lebte, ausgehandelt hatte. Er beauftragte einen Zimmermann, den Verschlag für sein Pferd umzubauen und ein Hühnerhaus daneben zu setzen. Der Koppelzaun wurde in Ordnung gebracht, wie auch der Gartenzaun, eine neue, stabile Haustür eingesetzt und die Fensterläden repariert. Bei einem Tischler erstand Rupert ein kleines, aber solides Schränkchen, dessen Türen mit einem Schloss gesichert waren. Hierin wollte er seine Drogen, Medikamente und Salben aufbewahren. Ein stabiler Tisch und ein Stuhl für Untersuchungen vervollständigten die Einrichtung des Behandlungszimmers. Es war der größte Raum im Haus, der sich ebenerdig befand. Daneben lag die Küche mit dem Kamin. Rupert richtete sich ebenso spartanisch ein. Einziger Luxus war ein Lehnstuhl, den er vor den Kamin stellte. Ein großer Kupferkessel hing ständig über dem Feuer, damit stets heißes Wasser zur Verfügung stand. Unter dem Dach befanden sich zwei kleine Kammern. In einer stellte er kleine Holztruhe für seine Sachen und ein schmales, hartes Bett auf. In die andere packte er einen Strohsack für Clemens. Auf dem restlichen Boden hängte er seine gesammelten Kräuter, Pilze und Wurzeln zum Trocknen auf. In Ordnung, Clemens. Du kannst bei mir bleiben, solange du willst. Unter einer Bedingung. Kein Wort zu dritten, was du bei mir gesehen hast. Der Junge nickte ernst und blickte ihm fest in die Augen. Rupert streunte durch Genua und betrachtete das Gewimmel ihrer Hafenstadt. Schiffe aus aller Herren Länder lagen vor Anker. Am Hafen herrschte geschäftiges Treiben. Er beobachtete die Hafenarbeiter beim Laden und Beladen der Schiffe, schlenderte über den Fischmarkt und atmete die salzige Seeluft ein. Der Geruch war ein Gemisch aus Wind, Wasser, Fisch, Teer, Gewürzen und Abfall. Die Geräusche waren die Summe der Schreie der Marktfrauen, Händler, Schauerleute, Aufseher, Möwen, des Knarrens der Schiffe, Gebells dröhnender Hunde und des Trappens hunderter Füße auf den Holzplanken, die zu den Schiffen führten. Von einem Orienthändler entstand Rupert kupferne Messer und Nadeln. Ein Fellhändler verkaufte ihm dünne Lederriemen und bei einem Kupferschmied ließ er sich ein Schild anfertigen, das er sich über die Haustür hängte. Medicus stand in lateinischen Buchstaben darauf. Zur Verwunderung des Händlers interessierte sich Rupert ebenso für feine Stricknadeln aus Silber, die ebenfalls aus dem Orient kamen. Rupert erstand einige dieser sündhaft teuren Nadeln. Er ging damit zu einem Silberschmied. Er begriff zunächst nicht, dass Rupert die feinen Nadeln von ihm biegen lassen wollte, und er ließ sich weitere Nadeln nach dem Muster anfertigen. Zufrieden mit seiner Ausstattung kehrte er in sein neues Haus zurück. Seine Arbeit als Arzt stand nichts mehr im Wege. Nur zögerlich kamen die ersten Patienten, und es waren reine Routinearbeiten, die jeder Bader und Fälscher hätte ebenso erledigen können. Knochenbrüche, Furunkel, Triefaugen, Grützbeutel, eiternde Wunden, Ekzeme, Verletzungen. Rupert arbeitete nicht als Arzt, sondern als Fleischer. Magister Lombardi hätte sich der Magen umgedreht, hätte er ihn so arbeiten sehen. Mit den Händen, wie diese laut lachend schwatzenden Frauen am Hafen, die an langen Tischen standen und den Fischen die Bäuche aufschlitzten. Wenn keine Patienten da waren, bearbeitete Rupert den kleinen Garten hinter dem Haus und säte Samen von Kräutern aus, den er weit draußen auf den Wiesen und in den Wäldern gesammelt hatte. Immer wieder zog es ihn zum Hafen, wo er von den Händlern kostbare Waren aus dem Orient erwarb. Besonders Mohnsaft, Granatäpfel, seltene Gewürze, bestimmte Baumwollstoffe und immer wieder silberne und kupferne Messer, Stilette und Nadeln fanden sein Interesse. Sein hässliches, aber genügsames und ausdauerndes Pferd stand die meiste Zeit in der kleinen Koppel hinter dem Haus. Wenn Rupert nicht seine ausgedehnten Ritte in die weitere Umgebung zum Sammeln wilder Kräuter und Wurzeln oder in den Wald zum Meditieren unternahm. Clemens ging bei allen Dingen zur Hand, stellte sich außergewöhnlich geschickt und gelehrig an. Was Rupert am angenehmsten fand, war die Tatsache, dass Clemens kaum Fragen stellte. Und wenn, dann waren sie präzise und betrafen die Dinge, die er lernen wollte. Ansonsten war der Junge verschwiegen, fleißig, umsichtig und zuverlässig. Rupert war zufrieden. Obwohl die Menschen ihm mit scheuer Zurückhaltung begegneten, wurden es doch immer mehr Patienten. Er sprach sich herum,
dass seine Behandlungs- und Heilmethoden oft sehr ungewöhnlich, dafür sehr erfolgreich waren. Es waren zumeist arme Menschen, die ihn mit Eiern, Dörrfisch, einem Stück Stoff, einem Laib Brot oder einem billigen Schmuckstück bezahlten. Seine Reserven aus seinem schmalen Erbe waren aufgebraucht. Die wenigen Münzen, die er behielt, benutzte er zum Kauf medizinischer Instrumente. Einmal trepanierte er einem Kind den Schädel, um einen Bluterguss, den es sich bei einem Sturz vom Baum zugezogen hatte, zu entfernen. Ein anderes Mal schnitt er eine gebärdende Stute den Bauch auf, dessen Fohlen quer lag. Stute wie Fohlen überlebten den Eingriff und die Kunden von dem wunderwärtigen Medikus verbreiteten sich wie Lauffeuer in der Stadt. Nun kamen auch immer mehr reiche Patienten. Natürlich kamen sie nicht in seine armselige Hippe, sondern ließen ihn zu sich holen, damit er sie von ihren Leiden kurierte. Rupert stellte fest, dass sich die Leiden der armen Leute von denen der Reichen zum Teil unterschieden. Litten die Armen oft an schlimmen Infektionserkrankungen, klagten die Reichen eher über verdorbene Mägen, Leber- und Gallenprobleme, Verstopfungen und Blähbäuche. Oft scheiterte die Heilung der Armen an deren schlechter körperlichen Zustand, Unterernährung, Schmutz und Aberglaube. Eine Wehenfrau, die eine Wöchnerin gegen starke Nachblutungen Kummis zwischen die Beine gepackt hatte, hätte er fast aus Zorn erwürgt. Er konnte das Leben der armen Frau nicht retten, die an einer Blutvergiftung starb. Sein Erscheinen bei der Geburt war etwas Unerhörtes und die gescholtene Wehenfrau versäumte es nicht, den unheimlichen Medikus lautstark in Verruf zu bringen. Niemand schien sich zu kümmern, dass Schmutz in Zusammenhang mit offenen Wunden schwere Krankheiten, wenn nicht den Tod, nach sich zog. In der Enge der Stadt schienen sich bestimmte Krankheiten wie Schwindsucht, Ruhe und Aussatz schnell auszubreiten. Ruperts tiefstes Bedürfnis, sich vor nach jeder Behandlung eines Kranken gründlich die Hände zu waschen, sein Haus peinlich sauber zu halten und Instrumente und Stoffe ständig auszukochen, bewahrten ihn davor, selbst zu erkranken. Zwar wusste er nicht, welche Stoffe diese Krankheiten von einem Menschen zum anderen übertrugen, warum die einen erkranken und andere verschont blieben, aber er bemerkte deutlich einen Zusammenhang zwischen Sauberkeit, gesunder Lebensweise, guter körperlicher Konstitution und ausgeglichenem seelischem Zustand. An den langen Abenden saß er am Tisch und schrieb seine Beobachtungen auf Pergamentbögen, versah sie in Illustrationen, verglich sie mit seinen Aufzeichnungen aus dem Studium und sammelte alles zwischen zwei niederbezogenen Holzdeckeln, wie in einem Buch. Er bedauerte, die unerschöpfliche Bibliothek von Bologna nicht mehr zu seiner Verfügung zu haben. Doch sein ausgezeichnetes Gedächtnis hatte viele wichtige Dinge, die er dort gelesen hatte, bewahrt. Er vertraute seinen scharfen Verstand, seinem erlernten Wissen und seinen Erfahrungen, und immer mehr brachte er die Behandlung der Seele ins Spiel. Hier konnte er anwenden, was ihm der alte Eichenpriester gelehrt hatte, die Einheit der Seele und Körpers. Nach den druidischen Regeln der Medizin diagnostizierte er, danach wandte er die pflanzliche Kunst an. Half sie nicht, versuchte er es mit der blutigen Kunst, und half diese nicht, wandte er die magische Kunst an. Mit seinen Händen heilte er Krankheiten mit unklaren Symptomen. Er blickte in die Patienten ins Innerste ihrer Seelen, heilte sie oft allein durch seine Suggestion und Willenskraft. Meist fühlte er sich danach müde und ausgelaugt, als sei er ein Teil seiner Lebenskraft in die Patienten übergewechselt. Die junge Frau, die eines Tages schüchtern vor seiner Tür stand, wagte kaum, den Blick zu ihm zu erheben, und tiefe Röte überzog ihr hübsches Gesicht. »Ich suche eine Stellung her«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich kann kochen, putzen, auch die Wäsche waschen und vielleicht euch ein wenig helfen, die Patienten zu versorgen. Von Heilkunde verstehe ich einiges.« Rupert betrachtete sie von oben bis unten und sein Gesicht wurde abweisend. »Ich brauche keine Magd«, knurrte er und wollte die Tür wieder schließen, als die Frau den Blick hob. Sie hatte schöne blaue Augen, beschattet von langen, dunklen Wimpern. Ein Blick in diese Augen genügte, um zu sehen, dass diese Frau krank war. Sie litt an einer tiefen Traurigkeit, Seelenschmerz, der für den schlanken, ansehnlichen Körper heimgesucht hatte. Sie war etwas zu schmal, ihre Haut zu blass und ihre Wangen eingefallen. Er öffnete die Tür und bedeutete ihr, mit einer knappen Kopfbewegung einzutreten. »Ihr fühlt euch krank«, sagte er ohne Umschweife. »Dass ihr bei mir arbeiten wollt, ist nur ein Vorwand. Ich mag keine Frauen im Haus.« Er blickte sie durchdringend an und sie sank zitternd auf den Untersuchungsstuhl nieder. »Euch bleibt nichts verborgen«, sagen die Leute. »Ihr braucht einen Patienten nur anzuschauen, und ihr wisst, woran er leidet.« Ruperts Gesicht blieb unbeweglich. »Und?« knurrte er.
Wollt ihr meine Diagnose wissen? Die Frau nickte schweigend, den Blick immer noch auf den Fußboden gerichtet. Er beugte sich zu ihr vor, erfasste ihr Kinn mit der Hand und hob ihr Gesicht empor. Zögernd richtete sich ihre Augen auf ihn. Doch er hielt ihren Blick stand. Er spürte, wie ihr ganzer Körper bebte. Ihr habt keine Krankheit am Körper, sondern an der Seele. Eure tiefe Traurigkeit rührt daher, dass ihr einen Kummer in euch tragt. Diesen Kummer müsst ihr loswerden. Dann werdet ihr wieder gesund. Was ist es? Euer Ehemann, der euch nicht befriedigt? Eine keifende Schwiegermutter? Fehlender Nachwuchs? Die junge Frau riss die Augen weit auf. Woher wisst ihr das? Stammelte sie. Rupert ließ sie los und lachte leise. Ich lese es in euren Augen. Die meisten Frauen tragen diesen Kummer mit sich herum und wissen gar nicht, wie leicht sie ihn loswerden können. So? Habt ihr ein Kraut dagegen? Eine Medizin? Könnt ihr mir etwas geben, um die Lust meines Mannes neu zu entfachen? Rupert schüttelte den Kopf. Kräuter, Tränke, nichts dergleichen ist dafür geeignet. Ich wette, ihr habt schon alle erdenklichen Mittel, die euch bekannt sind, ausprobiert. Sie senkte wieder verschämt den Blick und nickte kaum merklich. Er beugte sich zu ihr ab und blickte ihr eindringlich in die Augen. Ich könnte euch helfen, aber ich werde es nicht tun. Das einfachste Mittel ist, ihr begibt euch zu einer dieser Huren, von denen die Stadt wimmelt, und lasst euch erklären, wie eine Frau einen Mann befriedigen kann. Dann wird euch der Mann wieder Lust schenken. Sie rötete zutiefst und eine kleine Schweißquelle stand auf ihrer Stirn. Doch keine Lust, rief sie erschrocken aus. Das wäre gegen das heilige Gebot der Kirche. Ich möchte doch nur ein Kind haben, aber bisher... Dann liegt es vielleicht an eurem Mann, dass sein Samen taub ist. Sie schüttelte heftig den Kopf. Das ist nicht möglich. Er ist Witwer und seine erste Frau hat ihm 4 Söhne geboren. Nein, es muss wohl an mir liegen. Sie senkte den Blick und Tränen rangen über ihre Wangen. Rupert wandte sich seufzend ab. Heulende Frauenzimmer waren ihm zutiefst zuwider. Die junge Frau war jedoch sehr anziehend, wenn sie auch im Augenblick einen kläglichen Anblick bot. Ich gebe euch jetzt eine Tasse Tee zu trinken. Ihr werdet sehen, dass ihr euch danach wesentlich wohler fühlt. Sie nickte zum Einverständnis, während sie den heißen Tee schlürfte. Wies ihr Clemens an, den Garten zu bearbeiten und in den nächsten 2 Stunden nicht ins Haus zu kommen. Dann verriegelte er die Tür. Er hob sie einfach aus seine Arme, stieg mit ihr die Treppe hinauf in seine Kammer. Alle Scheu und Zurückhaltung war von ihr abgefallen. Als sie die Augen öffnete, war ihr Blick verschleiert und voller Verlangen. Rupert streifte seine Kleider ab und legte sich auf sie. Langsam begann er das Spiel, das er 100 Male mit Regana gespielt hatte. Und es erfüllte nicht seine Wirkung. Als er nach einer Stunde den rosigen Körper warm von wohliger Erfüllung in seinen Armen hielt, fühlte auch er sich besser. Trotz seiner sich selbst auferlegten Enthaltsamkeit spürte er, dass sein Körper sich nach einer Frau gesehnt hatte. Er befürchtete nur, dass diese Patientin ihre Erfahrungen ebenso in der Stadt verbreiten würde, wie sich die Kunde von all den anderen seltsamen Behandlungen verbreitet hatte. Sie schlief fest mit ruhigen Atemzügen, einem glücklichen, entspannten Ausdruck im Gesicht. Seine leise, eindringliche Stimme flüsterte in ihrem Ohr. Das war nur ein Traum. Ein wunderschöner Traum. Du wirst jetzt aufstehen, deine Kleider wieder anziehen und dich auf den Stuhl setzen. Träume diesen Traum noch ein wenig weiter. Lass die Gefühle in dir nachklingen. Dann geh nach Hause, lege dich zu deinem Mann und liebkose seinen Körper, wie du es erfahren hast. Wie in Trance erhob sie sich. Wach auf, sagte er laut und endlich zu ihr. Und sie riss erschrocken die Augen auf. Irritiert blickte sie sich um. Was ist geschehen? Fragte sie. Nichts. Ich habe euch einen Kräutertee zu trinken gegeben und ihr seid eingeschlafen. Ihr wart wohl sehr erschöpft. Wirklich, ich hatte einen seltsamen Traum. Sie schaute verwirrt zu ihm auf. Träume sind der Schlüssel zur Seele, sagte Rupert geheimnisvoll. Vielleicht will euch der Traum einen Weg zeigen, einen Weg, euren Kummer zu überwinden. Vielleicht. Ich muss darüber nachdenken. Im Augenblick bin ich etwas durcheinander. Ihr meint also, ich bin nicht ernsthaft krank?
Entschieden schüttelt er den Kopf. Nein, da könnt ihr völlig beruhigt sein. Behalt bitte eure Konsultation bei mir für euch, gute Frau. Auch wenn ich Arzt bin, das Liebesleben gehört nicht zu meinem Metier. Sie erhob sich. Was bin ich euch schuldig? Nichts. Ich habe euch ja nicht behandelt. Und für eure Träume trage ich nun wirklich keine Verantwortung. Ja, ja, natürlich, beeilte sie sich zu sagen und huschte durch die Tür. Rupert atmete tief durch. Er begann sich auf gefährliches Glatteis. Frustrierte Ehefrauen könnten eine größere Plage sein als Heuschrecken. Die Frau lag schweratmend auf dem Bett. Neben ihr stand die Hebamme mit eiserner Miene. Pontifozzi rang die Hände. »Rettet meine Frau! Rettet mein Kind! Ich flehe euch an!« Rupert tastete nach ihrem Puls. Er war schwach, aber noch fühlbar. Dann blickte er zur Hebamme. Diese hob bedauernd die Schultern. »Das Kind liegt quer. Ich bekomme es nicht gedreht.« »Wie lange liegt die Frau schon in den Wehen?« »Seit 16 Stunden. Ihre Kraft ist am Ende.« Er blickte sich im Raum um. »Alle raus hier!« rief er ungeduldig. Die Hebamme und Pontefozzi ließ er mit einer Kopfbewegung, um zu bleiben. Er legte seine Hände auf den gewollten steinharten Bauch der Frau und schloss die Augen. »Das Kind lebt noch«, murmelte er leise, »aber nicht mehr lange.« »Wie könnt ihr das feststellen?« fragte die Hebamme verblüfft. »Ich fühle seinen Herzschlag.« »Mit den Händen?« sie starrte ihn unglaublich an. »Rettet mein Kind, ich flehe euch an her. Und wenn es der Teufel aus dem Leib schneiden muss.« Pontefozzi klammerte sich an Ruperts Arm und sank auf die Knie. Rupert hob die Augenbrauen. »So viel wäre es euch wert? Wisst ihr, was ihr da sagt?« »Ich weiß«, wimmerte der Mann und warf einen tränenüberströmten Blick auf seine lethargisch liegende Frau. »Ich liebe sie doch so.« »Hättet ihr eine Amme für das Kind?« fragte Rupert zögernd. »Ja, natürlich. Meine Ricarda würde sowieso nicht selbst stillen sollen, aber...« Rupert blickte Pontefozzi scharf in die Augen. »Ich könnte es versuchen.« »Was?« fragte er verwirrt. »Das Kind aus dem Bauch schneiden.« »Gütiger Himmel!« schrie die Hebamme auf. »Halt den Mund!« ranzte Rupert sie an. »Wenn alles gut geht, wird sie es sogar überleben.« »Das ist unmöglich. Ihr versündigt euch hier.« »Nichts ist unmöglich«, entwiderte er hart. »Ist es in Gottes Augen Sünde, zwei Leben zu retten?« Pontefozzi hatte sich erhoben und starrte Rupert an. Entsetzen, Angst und ein Hoffnungsschimmer standen in seinen weit aufgerissenen Augen. »Ihr würdet es wagen? Ich kann euch nicht versprechen, ob es einen Erfolg haben wird.« »Habt ihr es schon einmal getan?« wollte die Hebamme wissen. »Ja, bei einem Pferd.« Rupert wandte sich zu seiner ledernen Tasche um. »Wir sind hier zu viert. Clemens untersteht der Schweigepflicht wie ich. Und ihr, verehrte Frau. Und ihr, Pontefozzi, werdet darüber schweigen, sonst schneide ich beiden kurzerhand die Kehle durch.« Er zog die Augenbrauen zusammen und sein Blick wurde pechschwarz. Pontefozzi schauderte und die Hebamme wollte zur Tür laufen. Mit einem harten Griff in die Schulter hinderte Rupert sie daran. »Hier geblieben. Ich brauche euch noch für das Kind. Und ihr, Pontefozzi, bringt mir unverzüglich zwei Eimer mit heißem und einen Eimer mit eiskaltem Wasser. Aber es muss klar und sauber sein. Dazu alle Leinentücher, die ihr im Haus habt. Scheucht das Gesinde weg. Es darf niemand in der Nähe sein. Clemens, Mondsaft, Tollkirsche, Mischung, vier Teile zu einem Teil. Flöße es der Frau sofort ein.« Während Pontefozzi aus der Kammer stürzte, um das Wasser zu holen, schob Rupert die Decke beiseite und riss kurzerhand das durchschwitzte Hemd der Frau in zwei. »Warum ist sie nicht vor der Geburt gewaschen worden?« fragte er die Hebamme unwillig. »Gewaschen? Wozu? Wird doch alles gleich wieder blutig.« Er warf ihr einen vernichteten Blick zu. »Die Hälfte aller Frauen stirbt im Kindbett. An der Unreinlichkeit«, knurrte er. »Es ist Gott gewollt, wenn eine Gebärende stirbt«, verteidigte sich die Hebamme. »Ach, tatsächlich? Was ist das für ein Gott, der so etwas will?« Die Hebamme bekreuzte sich und murmelte etwas vor sich hin. Rupert betrachtete Pontefozzis junge Gattin. Sie lag jetzt ruhig, der Puls verlangsamte sich.
Er winkte Clemens heran und schob ihr Augenlid hoch. Schau, ihre Pupille vergrößert sich. Das ist die Wirkung der Tollkirsche. Gleich wird sie nichts mehr spüren. Wenn sie beim Schneiden zuckt, flößt sie ihr weiteren Mondsaft ein. Daran wird sie nicht sterben. Sie hat ein gesundes Herz. Clemens beugte sich interessiert über das Gesicht der Wöchnerin. Aufmerksam betrachtete er die Augen der Frau. Dann tastete er selbst nach dem Puls. Er ist gleichmäßig. Von die Fotzi kam mit zwei Eimern heißen Wasser in die Kammer. Wie hast du? Gießt etwas davon in diese Schüssel, sagte Rupert und begann, sich gründlich mit dem heißen Wasser die Hände zu waschen. Er sollte das auch tun, wandte er sich an die Hebamme. Hexerei, knurrte sie unwirsch. Aber auf seinen bitterbissen Blick hin wusch sich die Hände. Währenddessen reinigte Rupert den Bauch der Wöchnerin. Pontifozzi hatte die Kammer bereits wieder verlassen, um weiteres Wasser zu holen. Aus seiner Ledertasche nahm Rupert die in Leinen eingeschlagenen Instrumente und richtete sie sorgfältig auf den Tisch auf. Er nickte Clemens zu. Es geht los, sagte er leise. Clemens hob den Kopf. Sie ist ruhig, die Pupillen stark erweitert, der Puls sehr langsam, aber regelmäßig, die Atmung gleichmäßig. Vorsichtig tastete Rupert den Bauch der Wöchnerin ab. Dann setzte er das scharfe Messer an und schnitt energisch vom Nabel abwärts. Die Hebamme schrie entsetzt auf. Ruhe! Herrschte Rupert sie an. Blut quoll aus der Wunde. Clemens sprang herbei und reichte Leinentücher. Schwamm zur Blutstillung, forderte Rupert. Drück die großen Blutgefäße ab. Er warf einen missgünstigen Blick auf die Hebamme. Setzt euch neben den Kopf der Frau und beobachtet sie, befahl er ihr. Mit ängstlichem Blick huschte die Hebamme um das Bett herum und hockte sich auf den Schemel. Sie schluckte schwer. Rupert und Clemens arbeiteten Hand in Hand. Während Clemens die Blutung austupfte, schnitt Rupert die Bauchdecke endgültig durch. Die Därme lagen in der oberen Bauchraum gedrückt, wie eine grässliche Schlange, und bewegten sich bizarr wie im Todeskampf. »Halt den Bauch auf«, murmelte Rupert. Clemens steckte seine Hände in die klaffende Öffnung und zog sie auseinander. Der gewölbte Uterus lag wie eine blutige Schweineblase vor ihm. Rupert konzentrierte sich auf die Lage des Kindes. Vorsichtig und langsam trennte er den Muskel der Gebärmutter auf. Er wollte das Kind nicht verletzen. Der Mist war sehr hart und leistete dem Messer Widerstand. Rupert fluchte leise, weil er kein besseres Material für das Messer bekommen konnte. Dabei waren die orientalischen Kupfermesser bereits das Beste, was er überhaupt an chirurgischen Messern gab. Und er hatte ein Vermögen dafür ausgegeben. Die Frau gab einen tiefen, klagenden Laut von sich. »Mondsaft«, raunzte Rupert. Die Hebamme flößte der unruhig werdenden und leise wimmernden Frau den Saft ein. Sie vermied es, einen Blick auf den geöffneten Bauch zu werfen. Rupert arbeitete konzentriert weiter. Clemens wischte ununterbrochen das Blut auf. »Da ist es ja«, flüsterte Rupert fast ehrfürchtig. »Halt den Bauch geöffnet, ich hebe das Kind jetzt heraus.« Rupert schaute zur Hebamme. »Kommt her und nabelt das Kind ab, wenn ich es herausgehoben habe. Dann reibt es sofort mit kaltem Wasser ab, bis es schreit. Na los!« »Jesus, ich komme in die Hölle«, rief die Hebamme. Aber sie sprang auf und stellte sich mit weit aufgerissenen Augen neben Rupert. Der Anblick des aufklaffenden Bauches flößte ihr tiefes Unbehagen ein. »Stellt euch nicht so an«, knurrte Rupert. »Ihr habt doch bestimmt schon zugesehen, wenn ein Verurteilter geviertelt wurde, oder?« »Ja, schon«, stammelte die Hebamme. »Aber das war ein Verbrecher. Der hatte es verdient. Und ihr seid nicht in Ohnmacht gefallen, als ihr es saht. Dann fallt gefälligst jetzt auch nicht um.« Vorsichtig griff er mit seinen schmalen Händen in das winzige, zusammengekrümmte Wesen und schob es vorsichtig aus dem Bauch. »Spreizen, gut, jetzt nachlassen.« Die Hebamme trennte die Nabelschnur durch und nahm das glitschige, blaudete etwas in die Hände. »Kaltes Wasser, sofort«, befahl Rupert. Während sie sich um das Kind bemühte, holte Rupert die Nachgeburt heraus und ließ sich von Clemens die gekrümmten, dünnen Nadeln reichen. Er sprach leise, seine Bewegungen waren ruhig und beherrscht. Ab und zu warf er einen kurzen Blick auf das verzerrte Gesicht von Pontefozis Frau. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Die geöffneten Augen mit den geweiteten Pupillen starrten irgendwohin an die Decke. Sie nimmerten ununterbrochen, versuchte sie sich zu bewegen und ihre Hände griffen irgendwo ins Leere. »Halt sie fest, sie bewegt sich zu stark«, wies Rupert seinen Gehilfen an. Dann arbeitete er weiter, setzte Stich an Stich. Clemens kämpfte tapfer die ab, die zur aufkommenden Übelkeit nieder und bewunderte gleichzeitig die Ruhe des schwarzen Mannes ihm gegenüber. Wenn ruchbar wurde,
Was er hier getan hat, werden sie ihn vor das Kirchengericht zerren und wahrscheinlich zu einem grausamen Tod verurteilen. Doch Rupert de Gaswell schien sich darüber keine Gedanken zu machen. Während der Nähte erklang plötzlich ein dünner, aber hörbarer Schrei. »Das Kind«, rief Clemens. Rupert wandte sich nicht um. Er nickte nur, als er bestätigt fand, was er ohnehin schon wusste. Eine Gestalt erhob sich aus der Ecke der Kammer. »Ach, Pontefozzi, euch gibt es auch noch«, fragte Rupert spöttisch über die Schulter. Der arme Mann hatte die ganze Zeit zitternd und zusammengesunken in der Ecke der Kammer am Boden gehockt, die Hände vor das Gesicht gehalten und unablässig gebetet. Jetzt stand er mit unendlichem Erstaunen im Gesicht und er näherte sich der Hebamme. »Es lebt«, flüsterte er ergriffen. »Es lebt, es lebt!« Tränen liefen über seine blassen Augen. »Es ist ein Wunder«, murmelte die Hebamme und beobachtete kopfschüttelnd die Atemzüge des verschrumpelten Wesens. Es war kalt und blau gefleckt, wie ein abgezogener Hase, doch es wimmerte leise und die dünnen Ärmchen bewegten sich. »Es ist ein Mädchen her, eine Tochter.« »Jetzt kräftig mit Leinen abreiben, bis die Haut rot wird. Dann in eine Decke einschlagen und warm halten«, sagte Rupert. »Bei sich selbst«, erwiderte die Hebamme mit fester Stimme. »Na, wenigstens etwas«, grollte er. Emsig rubbelte sie das Neugeborene, das jetzt den kleinen Mund aufriss und mit dünner Stimme krähte. Pontefozzi schämte sich seiner Tränen nicht, während er seine Tochter betrachtete, deren Farbe von blau langsam violett wechselte. »Es wird leben«, sagte die Hebamme, ohne ihr Rubbeln zu unterbrechen. Pontefozzi nickte und wandte sich seiner Frau zu. »Maria, hilf«, flüsterte er und sank neben dem Bett seiner Frau nieder. »Wird sie es überleben?« »Ihr seid mir im Weg. Beten könnt ihr später«, knurrte Rupert ungehalten. Clemens wischte das Blut vom Bauch der Frau ab und deckte die Naht mit einem Leinentuch zu. »Ich benötige einen großen, schweren, aber flachen Stein. Sauber muss er sein.« Rupert blickte auf Pontefozzi herab. »Einen Stein, sofort! Ja, ich eile!« Pontefozzi sprang auf und rannte aus der Kammer. »Es lebt, es lebt! Ich habe eine Tochter«, schrie er draußen durchs Haus. Clemens grinte. Rupert schüttelte missbilligend den Kopf, während er sich wieder gründlich die Hände wusch. Clemens reinigte die Instrumente und packte sie sorgfältig zusammen. Rupert vergewisserte sich noch einmal, dass die Frau ruhig lag. Sie befand sich in einem tiefen Rauschzustand. Das Aufwachen würde das Gefährlichste werden. Nach einer Weile kam Pontefozzi mit strahlendem Gesicht zurück und brachte einen länglichen Schieferstein. »Geht dieser?«, fragte er. »Wozu benötigt er ihn?« Rupert nahm den Stein an sich und legte ihn auf die Wunde. Dann wandte er sich um. »Hör mir jetzt genau zu und befolge alles, was ich euch sage. Dann wird eure Frau leben und gesund werden. Ihr müsst sie ans Bett fesseln, damit sie sich nicht bewegen kann, wenn sie erwacht. Sie weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Und ihr werdet es ihr auch nicht sagen. Hört ihr? Sie darf sich nicht bewegen, denn sie wird erst keinen Schmerz verspüren. Doch die Naht wird ihr aufplatzen und sie wird verbluten. Bleibt bei ihr und beruhigt sie. Wenn sie Schmerzen verspürt, dann gebt ihr ein kleines Maß von dem Saft. Nur ein kleines Maß, damit sie den Schmerz ertragen kann. Nicht zu viel. Sie darf nicht wieder einschlafen. Und die ganze Zeit muss der Stein auf ihrem Bauch liegen bleiben. Damit der Bauch nicht aufplatzt. Habt ihr mich verstanden? Wo ist die Hebamme?« Pontefozzi nickte nur unablässig, während er Ruperts Gesicht starrte und wies geistesabwesend mit der Hand zur Tür. »Sie wartet in der Küche.« Die Hebamme hatte das Kind in eine Decke eingewickelt. »Es atmet ruhig«, sagte sie. Ein Stolz lag in ihrer Stimme. »Ich werde es der Amme bringen.« Rupert drehte sich um. »Wer über die Vorkommnisse in der Kammer nur ein Wort verliert, an dem übe ich die Schärfe meines Messers«, knurrte er. Die Hebamme nickte nur und verließ mit dem Kind den Raum, während Pontefozzi sich vor Rupert auf die Knie warf. »Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, Herr«, wimmerte er und umklammerte Ruperts Hände. »Ihr seid ein Heiliger. Gott beschütze euch. Ich werde euch mit Gold überschütten.« Unwillig schüttelte Rupert Pontefozzis Handy ab. »Gott schützt mich nur, wenn ihr den Mund haltet«, erwiderte er. »Also betet für eure Frau und das Kind.« Aber im Stillen. Er wandte sich um. In der Tür blieb er stehen. »Ich komme morgen wieder und sehe nach ihr. Wenn sie in einer Woche noch lebt, dürft ihr mit ihr gern das bezahlen, was es euch wert war.«